Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Serie an Videos über etwas, was man mit Computern üblicherweise macht, wofür Computer oft eingesetzt werden. Und das ist die sogenannte Textverarbeitung. Bei Textverarbeitung geht es darum, Texte in den Computer einzugeben, diese irgendwie zu formatieren, so dass es ein ansprechendes Äußeres hat und die nachher auszudrucken auch, ja, zum Beispiel. Oder als PDF zu gestalten, da habe ich schon was gesagt, eine mögliche Datei ist ein PDF-Datei, Portable Document Format heißt das, kennt man wahrscheinlich, aber es war eigentlich schon ein Vorgriff. Also wir wollen einfach mal Texte verarbeiten. Ja? Wir wollen Texte eingeben in unseren Computer, wollen die zumindest einmal speichern. Ja? Wollen die speichern, so dass wir es später wieder aufrufen können und es soll halt entsprechend ausschauen. Es gibt eine Menge an Textverarbeitungsprogrammen. Da wir in der Schule alle das Office 365, mittlerweile heißt es Microsoft 365, früher war es die Office Suite, zur Verfügung gestellt bekommen und da ein sogenanntes Textverarbeitungsprogramm dabei ist, ja, werden wir uns dieses Textverarbeitungsprogramm näher anschauen. Das ist auch jetzt nicht etwas Exotisches, sondern das ist schon ein Standardprogramm. Dieses Programm heißt Microsoft Word. Also wie in dieser Serie an Videos wird es um die Bedienung und um die Funktion von Microsoft Word gehen. Es gibt vergleichbare Pakete, zum Beispiel LibreOffice, ja, oder OpenOffice. Wie gesagt, mir ist das egal. Ja, bin weder hier noch da Fan. In der Schule haben wir Word. Ich erkläre Word. Ende. So, also, Word. So heißt dieses Programm, dieses Textverarbeitungsprogramm, was in der Microsoft 365 Suite beinhaltet ist. So schaut es aus, wenn man startet. Vielleicht etwas anders da unten, diese zuletzt verwendet, wird vermutlich anders ausschauen. Oder hoffe ich, ja, oder mein Account wurde irgendwie gehackt. Ja. Ja, also anfangen tun wir an und für sich das Programm mit einem Doppelklick starten oder aus dem Startmenü starten und dann wählen wir mal leeres Dokument. Okay? Leeres Dokument, so schaut das aus. Ja? So schaut die Benutzeroberfläche von Word aus. Die Benutzeroberfläche von Word gliedert sich in mehrere Bereiche. Da oben haben wir, wie es eingeführt worden ist, haben die Ribbons geheißen, jetzt heißt es glaube ich nur Menüband. Ja, darum ist das Menüband. Es gibt verschiedenste Menübänder, die kann man hier oben umschalten. Ja, okay, Start, Einfügen, Zeichnen, Sendungen, Überprüfen, Ansicht, Hilfe gibt es auch, ja, ist nicht viel drauf. Ja, hier werden Sie geholfen. Start, in der Start-Menüband haben wir so das Wichtigste zusammengefasst, was wir für die tägliche Arbeit am öftersten brauchen. Dann gibt es da in der Mitte gibt's den größten Bereich. Das ist der Bereich, wo ich sehe, was ich tue. Ja? Das ist soll in diesem Fall soll es ein leeres Blatt Papier symbolisieren. Standardmäßig in Word ist bei uns DIN A4 Hochformat eingestellt und genau das sehen wir. Hier haben wir das soll ein DIN A4 DIN A4 Blatt sein und wenn wir das auf 100% einstellen, da rechts unten, also in der Statusleiste da, ist eine Statusleiste, sehen wir, okay, wir haben Seite 1, wir haben 0 Wörter geschrieben, wir schreiben Deutsch, und da unten gibt es auch einen Zoom-Balken, und wenn ich den auf 100% einstelle und die Bildschirmdiagonale und die Bildschirmauflösung in Windows und so weiter alles richtig ist, dann sollte ich eigentlich ein DIN A4 Papier da drauflegen können. Und bei mir muss ich sagen, passt das relativ gut. Ja? Das heißt 100%. Ja? Weil wenn man die Frage, was heißt denn das 100%? Was 100%? 100% heißt echte Größe. Ja, ja, das sind also die Bedienelemente von Microsoft Word. In der Mitte, da wo der Strich da jetzt blinkt, das ist die sogenannte Cursor-Position und da würde ich schreiben. Schreiben tue ich auf der Tastatur. Die Tastatur hat viele Tasten. Ich meine, jetzt wird es ein bisschen
Aber ich möchte es der Vollständigkeit halber erwähnen, weil vielleicht weiß es, wissen es manche nicht. Wenn ich auf eine Taste auf der Tastatur drücke, erscheint der entsprechende Buchstabe, und jetzt zoome ich wieder ein bisschen ein, weil es ist vielleicht, erscheint der entsprechende Buchstabe auf dem Bildschirm. So funktioniert das. Ja, jetzt habe ich die Q-Taste gedrückt, erscheint ein Q. Links und rechts habe ich zwei so Tasten. Das ist normalerweise ein Pfeil nach oben. Das sind die sogenannten Umschalttasten, oder auf Englisch Shift, Shift, umschalten, ja, Shift, Umschalt. Ja. Wenn ich die drücke und dann das Q zum Beispiel, erscheint ein Großbuchstabe. Ja, Umschalttaste. Manche Tasten haben auch zwei Symbole drauf, zum Beispiel die Taste mit dem 1er drauf. Wenn ich da einfach drauf drücke, erscheint ein 1er. Und wenn ich auf die Umschalttaste drauf drücke und auf den 1er drücke, erscheint ein Rufzeichen. Das ist das zweite Zeichen, was drüber ist. Also auf das habe ich gerade umgeschaltet. Ja? Manche Tasten haben zwei Symbole, und das Q zum Beispiel, wo ich zuerst drauf gedrückt habe, da habe ich gesehen, okay, ist ein kleines Q, großes Q, aber da ist ein drittes Symbol drauf, dieses Add-Symbol, dieses Klammer-Alpha-Symbol, dieses Add-Symbol. Wie komme ich zu dem? Nun, da gibt es eine andere Tastenkombination, und zwar mit der Taste Alt-Gr. Ich drücke und halte die Taste Alt-Gr, die rechts neben der Leertaste ist, das lange unten ist die Leertaste, Alt-Gr, und drücke auf die Q-Taste, und es ist ein Add-Symbol da. Okay? Genau das gleiche gilt für die M-Taste, dann kommt ein Mü, ja, Mü, griechischer Buchstabe, und für die E-Taste, dann kommt das Euro-Zeichen. Manche Tasten, wie zum Beispiel die Taste 2 und die Taste 3, haben sogar drei Symbole drauf. Und da ist das oben ist immer das, auf was man umschalten kann. Und das, was rechts so ein bisschen versetzt ist, das ist das für Alt-Gr. Also da zum Beispiel 2, Umschalt 2, Anführungszeichen, Alt-Gr 2 ist Quadrat. Ja? Oder genauso 3, Umschalt 3, 3er, Paragraph 3. Ja? Eine Tilde-Taste haben wir auch noch, die ist auf der Plus-Taste darüber, also da haben wir Plus, dann haben wir Stern und die Tilde. Ja? Plus normal, Stern Umschalt, Tilde mit Alt-Gr. So schaut das also aus. Ja? Jetzt habe ich da jede Menge Blödsinn geschrieben. Ich weiß nicht, ob es ein Blödsinn ist, für die Erklärung hat es gedient. Wie bekomme ich das wieder weg? Weg bekomme ich das mit der sogenannten Backspace-Taste. Ja? Das ist die Taste über der Eingabetaste. Die Eingabetaste ist ganz rechts auf der Seite des Tastenblocks, des Buchstabenblockes. Große Taste mit so einem Pfeilchen, mit so einem eckigen Pfeilchen. Das ist die Eingabe- oder Enter-Taste, auch immer Enter eingeben, ja, Englisch. Und drüber ist die Backspace-Taste. Und wenn ich die Backspace-Taste drücke, dann wird das Zeichen links von meinem Cursor gelöscht, ja, und verschwindet. Ziemlich in der Nähe normalerweise von dieser Backspace-Taste gibt es die Entf-Taste, entfernen. Auf Englisch heißt die Del, Delete. Ja? Ich meine, was haben wir jetzt gerade gemacht? Wir haben was gelöscht. Ja? Wo ist denn der Unterschied? Mit den Pfeiltasten im mittleren Block, mit den Pfeiltasten, kann ich meinen Cursor bewegen. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Pfeil nach links drücke, kann ich mich an eine beliebige Stelle setzen mit dem Pfeil nach rechts in die andere Richtung, und jetzt drücke, also jetzt stehe ich zwischen dem Mü-Zeichen und dem Euro-Zeichen. Ja? Und wenn ich jetzt die Backspace-Taste lösche, habe ich das Mü-Zeichen gelöscht. Ja? Haben wir ja schon gesprochen. Und wenn ich jetzt die Entf-Taste drücke, dann lösche ich die Zeichen rechts von meinem Cursor. Ja? Das ist der Unterschied. Kann man manchmal brauchen. Wunderbar. In diesem Spezialblock da gibt es auch noch zwei wichtige Tasten, das ist End und Pose 1. Wenn ich auf die End, oder End and Home heißt auf englische Tastaturen, Ende hupfe ich an das Ende der Zeile, Pose 1 hupfe ich an den Anfang der Zeile. Das kann ich manchmal sehr gut brauchen, diese zwei Tasten. Gut, jetzt habe ich am Anfang eine, jetzt drücke ich Entfernen, so ist weg. Gut, vielleicht noch eine andere Sache. Manchmal gibt es Tasten, da tut sie nichts. Da auf der ganz links oben auf der Tasten zum Beispiel, das ist so ein Dachau, tut sie nichts. Tut sie nichts. Ja? Erst wenn ich eine
die Leerzeichentaste oder Space-Taste drücke, dann ist es auf einmal da. Das Umschalt und Dachl, das funktioniert. Ja? Genau das gleiche ist neben der Backspace-Taste, gibt es so eine Taste mit zwei, schaut so wie ein Beistrich in zwei verschiedenen Richtungen. Wenn ich da drauf drücke, tut es ja auch nichts. Abstand, dann ist auf einmal so ein Strich da und da sehen wir, es ist kein Beistrich, sondern es ist ja oben. Ja? Oder Umschalt und diese Taste tut sie auch nichts, da tut sie sogar bei beiden Kombinationen nichts. Erst wenn ich, aha, das ist ein Strichel in die andere Richtung. Also so wie es auf der Tastatur aufgezeichnet ist an und für sich, aber was bringt das? Was bringt das, dass sie da nichts tut? Ja? Also ich mache jetzt zum Beispiel jetzt dieses Strichel in die eine Richtung und dann drücke ich ein E. Und dann habe ich ein E mit so einem Akzent. Ja? Da gibt es manchmal in anderen Sprachen, Leon zum Beispiel. Da braucht man das. Ja? Akzent gibt es in zwei Richtungen. Ja? Also man drückt diese Taste, dann hat man praktisch das Akzent schon mal eingegeben und dann drückt man eine entsprechende Taste. Und wo ist jetzt das Dachl? Was kann ich da machen? Zum Beispiel ein A mit einem Dachl drüber. Deswegen tut sich da nichts. Okay? Deswegen tut sich da nichts. Ich kann auch aus Großbuchstabe schreiben, indem ich das Dachl zuerst eingebe und dann Umschalt und A. Gut, genug der Tastatur. Ich meine, ich hoffe, es war vielleicht am Schluss sogar für manche etwas dabei, was sie nicht gewusst haben. Ja, jetzt haben wir gesehen, da können wir was eingeben. Super, dann lege ich mal los. Ja. Ich habe mir vorgenommen, ich schreibe ein Skriptum über diesen Kurs, ja, und den schreibe ich jetzt. Ja. Lege los, weil jetzt weiß ich ja, wo ich was eingeben muss, jetzt kenne ich mich aus. Jetzt schreibe ich eine Überschrift, Microsoft Word. So, und jetzt möchte ich in der nächsten Zeile weiterschreiben. Das Pfeil nach unten geht nicht. Weil ich schon am Ende bin. Ich bin schon am Ende meines Dokuments, weiter runter kann ich nicht. Ja. Um eine Zeile abzuschließen, drücke ich die Eingabetaste, das ist diese große fette Taste, dann hupfe ich in die nächste Zeile. Dann sage ich Allgemeines. Super. So. Dann fange ich an mit meinem Skriptum. Da haben wir jetzt übrigens was gesehen. Ich habe nicht Enter gedrückt, ich habe einfach weitergeschrieben. Es ist automatisch in die nächste Zeile gehupft. Also ich brauche mich nicht darum kümmern. Also Enter heißt offensichtlich nicht nächste Zeile. Ja. Bin ich fertig. Das wäre mein erster Absatz. Jetzt drücke ich Enter. Ja, das ist ein anderer Abstand. Schau. Wenn ich da jetzt weiterschreibe, ist ein anderer Abstand. Also so ein Enter, also normales Eingabetaste drücken, macht einen neuen sogenannten Absatz. Word arbeitet absatzbasierend. Okay? Wir erkennen noch etwas. Manche Wörter sind rot unterwählt. Rot unterwählte Wörter, jetzt haben wir es noch nicht wirklich durchgelesen, ich habe es einfach mal eingetippt und ich bin kein großer Maschinenschreiber, das wird man vielleicht jetzt gerade erkannt haben, aber rot unterwählte Wörter ist ein Wort, was Microsoft Word nicht kennt. Es wird automatisch ein Wörterbuch verwendet, um das abzugleichen und da ist zum Beispiel ein Wort unterwählt. Da wollte ich eigentlich Schriftbild schreiben und habe geschrieben Shift-Bild. Ja? Da fehlt ein R. Schriftbild und schau, jetzt ist schon weg. Hat er schon erkannt. Ja? Und beim Starten erscheint zunächst der Willkommensbildschirm. Und dann habe ich mir noch eine Notiz an mich selbst geschrieben. Bild, Willkommensbildschirm. Also da möchte ich noch später ein Bild einfügen.
mit dem Willkommensbildschirm, den wir zuerst gesehen haben. Gut, jetzt mache ich Pause, ich habe genug geleistet, ja? Aber es gefällt mir noch nicht. Jetzt sollen das ja Überschriften sein hier. Und das ist jetzt alles ein Einheitsbrei. Und jetzt sticht mir natürlich da oben dieses Feld, Schriftart, steht da ins Auge. Ja? Um eine Schriftart anzupassen, muss ich das zunächst markieren, ja? Den Bereich. Also das mache ich mit der linken Maustaste, drücke ich irgendwo vor drüber und lasse die Maustaste wieder los. Markiere ich einen Bereich und wenn ich den zum Beispiel anpassen will und ich suche mir, hier oben zum Beispiel kann ich meine andere Schriftart wählen. Ja, das pfeift doch schon mehr. Die kann entweder gut fett, aber kursiv kann ich es machen, Unterwelt kann ich es machen. Diese Schriftart hat offensichtlich kein Fett, das gibt es auch. Dann nehme ich euch vielleicht einmal, weiß ich nicht, da, Areal, ja, Fett, die hat nämlich ein Fett, schau. Ja. Gibt verschiedene Schriftarten, mit Serifen, ohne Serifen, komme ich vielleicht noch darauf zu sprechen, ist jetzt aber nicht so wichtig. Also, das hebe ich raus, da ist die Schriftgröße in sogenannten Punkten. Was ein Punkt ist, werde ich auch irgendwann einmal erklären. Und jetzt schaut das eigentlich ganz gut aus, diese werde ich vielleicht hier auf 12 setzen und auch fett machen. Und jetzt ist das eigentlich schon. Und da das Do-Do, dass ich das gut erkennen kann, das mache ich mir auf und das mache ich mir rot, das gleich ins Auge sticht. Ja, das kann ich hier machen mit der Schriftfarbe. Oder ich kann es auch mit unter markieren praktisch. Ja, also da kann man das machen. Da kann man vielleicht ein bisschen herumprobieren. Und dann kann man eigentlich das Layout seiner Datei auch schon ganz gut anpassen. Ja? Da kann man doch zufrieden sein, oder? Optisch? Ja. Technisch? Falsch. Falsch. Ganz falsch. Ja? Das ist schier. Das ist hässlich. Das machen wir bitte nicht. Ja? Aber wie kann ich das dann machen? Wie kann ich das sinnvoll? Ich meine, es schaut doch gut aus. Ausschauen tut es gut von mir aus. Ja, wenn es einem gefällt, dann schaut das gut aus. Ja. Aber technisch ist es eine Katastrophe. Warum? Werde ich im nächsten Video erklären. Im nächsten Video sprechen wir nämlich über Formatvorlagen. Okay. Und jetzt wissen manche Leute, die mit Word arbeiten, gar nicht, dass es eine Formatvorlage gibt überhaupt. Und ich erkläre das im zweiten Video. Das ist deswegen, weil ich es für außerordentlich wichtig halte, dass man diese Formatvorlagen verwendet. Also das ist, ohne Formatvorlagen gibt es kein gescheites Dokument. Warum und wieso, werden wir im nächsten Video sehen. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.